da sind wir wieder. Und viel gibt es zu sagen, wie jedes Mal. Es ist recht sehr, ist sehr einseitig in dem Spiel. Vorletztes Mal waren wir noch hier, haben das erste Gebiet gemacht. Letztes Mal haben wir das zweite Gebiet angefangen. Punkt. Da wir auch noch nicht wissen, wer hier der Feind ist oder so weiter, gibt es nicht viel zu sagen, außer wir sind im Land in Anführungsstrichen, wo unser Bösewicht seine Soldaten ausbilden lässt. Wenn sie Soldaten nennen kann, das sind ja auch nur die Goons. Kanonenfutter. Und wir haben wieder Licht. Cool. Letztes Mal war es irgendwie gefühlt die ganze Zeit Nacht. War nur gefühlt. Wahrscheinlich hat es am Ende auch nachgegeben und ich habe nicht drauf geachtet. Also bin ich. Was ist denn hier? Also für ein einzelner Skillpunkt? Einer. Großes Fahrzeug. So, okay. Es wird schon werden. Kein Verdacht bisher? Geil. Runter, die werden dich sehen. Ich weiß. Ach, leck. Hab noch einen Tango. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Infos zu Feindpositionen sind unterwegs. Und hier das Scannen, wie gesagt, mega gut. Aber konnten wir im Haus alles scannen, was ich nicht kann. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Was passiert? Na, wo bist du? Die sind an uns dran, ganz ruhig. Ja, aber sie kommen nicht aus dem Haus raus. Hehehe. Shit. Ich wollte keinen Krieg anfangen, ich wollte nur den Zielpunkt und das Dinges machen. Sieht interessant aus. Aber soll's. So. Wir gehen mal am besten da rein. Oder komme ich überhaupt nicht hoch? Gibt nicht viele Eingänge. Na gut. Los. Alles klar. Wo seid ihr denn? Ihr braucht immer so lange. Na los, Leute, was soll denn das? Granate kommt. Come mierda, culeros. Der Alarm ist vorbei. An die Abziehziele, bereit zum Angriff. Das Ding explodiert. Eröffne Feuer. Tango no. Getroffen. Ich schaff das hier. Egal, ob noch jemand lebt. Gut gemacht. Jetzt haben sie Probleme, ihre Einsätze zu koordinieren. Ja.
Ach, jetzt ist er da. What the hell? Nicht Jedi ist unterwegs. Was habe ich denn damit zu tun? Ihr habt hart gearbeitet, Freunde. Wie sagt ihr? Der Beginn einer wundervollen Freundschaft. Klar, ich schätze, so sagen wir das. Wir sitzen alle in einem Boot, Pack. Ohne Zweifel. Wir sollten ernten, was wir sehen. Viva Bolivia. Viva la Revolution. Ihr seid mir egal, lasst mich in Ruhe. Muss der direkt nebenan. Mach wirklich nebenan. Bin drauf. Brems. Vorsichtig. Einmal einen Knopf drücken. Wieder einmal. Geschafft. Und ich sag's den Rebellen, die holen es sich später. Klar. Und was machen wir? Ist Cerveza-Zeit. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Wir haben die Munition und Mörsergranaten gefunden, die bei der Ausbildung in Montauk verwendet werden. Zerstören Sie sie und stoppen Sie damit das Programm. Das kriegen wir hin. So ein Lager. Ich hoffe, es gibt keinen Jammer. Oh, es gibt ein Antifluggeschütz. Oh. Montierte Waffe. Hey, wir haben einen Narko. Drüben bei Mörser. Wir nähern uns dem Ziel. Feuer frei. Wenn's wie eine Nachschubkiste aussieht, macht ihr's platt. Verstanden. Jagen wir das hier zur Hölle. Und das macht drei. Drei? Ich glaube, es sind ein paar mehr. Hier ist ein Sicario. Beim Lagereingang. Das ist der... Da ist ein Luftabwehrsystem. Ja. Setze Drohne. Kein Jammer. Alles gut. Das macht fünf. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Markiere Feind. Wow. Was sagen die Reifen hier? Haben mich überrascht. Es sind 10 Ziele. Alarm hier drüben. Ach, hier drin wahrscheinlich. Plop. Hier ist ein Tango. Plop. Ziel gesichtet. Feind markiert. Wir sind bei 15. Und bald haben wir gleich alle schon gefunden, oder? Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Oh, das geht ja noch. Der Alarm ist aus, es wird keine Verstärkung einfliegen. Oh, das ist das Schlimmste schon mal zu Ende. Scheiß Mörser. Okay, es ist alles gut. Nichts zu sehen hier drin, das gleich. Ich will jetzt nicht anfangen zu zerstören, solange die ersten Feinde noch hier sind, das mitbekommen. Ja. Okay, nichts passiert. Die werden dich sehen. Weg da. Hallo. Narek. Narek vor allem.
Hey, mein Gott. Ups. Aufklärung noch auf Cooldown. Das hat so lange am Anfang, ey. Aufpassen, da ist dein Geschütz. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. So, einer noch, oder? Irgendwo hier. Da. Okay. 15 Hombres. Alles gefindet. Na dann. Locker bleiben. Alles ist gut. Ich bin im Nicht-Bullshit-Modus. Gib ihn und fertig. Wenn nicht eine Metallstange im Weg ist. Ah, scheiße. Aber hier... Roger, ich gehe in Position. Lass mich in Position gehen. Verstanden. Unterwegs. Ich sehe das Ziel. Ziel erfasst. Kann loslegen. Tango getötet. Wie immer das immer macht. Ah, ja, den, ja, alle Wallhack. Boulder und 17 noch. Okay. Ah. Einfach durchs Ding jetzt laufen, wird schon keinen stören. Oh, das ist gemein. Ja, wo man so, du siehst was auf Entfernung. Versuchst einen genaueren Blick drauf zu herrschen. Erkennst du langsam, wait, ist das Bumm, Headshot. Ich gehe in Position. Ich hab das Ziel. Okay, aufatmen. Kein Ziel. Wiederhole, kein Ziel. Ein Drecksack weniger. So. Nur jetzt laut werden. Yay. Gut, alles grün für uns. Es läuft ja heute. Oder diesmal. Noch ist heute nicht zu Ende. Ach so. Ich glaube, das ist eine Munitionskiste. So, alles markiert. Keine Granaten mehr. Scheiße. Das C4 ist jetzt scharf. Oh. Ups, falsche Taste. Welche ist die Sprengtaste? Wait. Muss ich oder muss ich? Ah, die Kiste zerstört. Halten. Und keinen interessiert, weil keiner mehr lebt. So muss das. So. Die Ladung ist scharf. Ladung ist scharf und liegt. Na, hätte besser laufen können. Eine Kiste weniger. Hm, hm. Ach, er war schon drin. Granate fliegt, Munitionskiste erledigt. Ups. So, viel wichtiger. Granate kommt. Come mierda, culeros. Kiste zerstört. Das ist die letzte Kiste. Ziel erfüllt. Glaubst du, das hilft? Ich sehe das so. Je weniger die Arschlöcher auf mich schießen können, desto besser. Finde ich auch. Yeah, das passt schon. So, Heli und auf nach Norden. Das ist ein Flugzeug, ne? Wir wissen von einer Santa Blanca Funkstation in Montauk. Suchen wir Hätten hier nach Informationen? Sie die Nachrichtenlogs, dann finden wir vielleicht heraus, wer der Leiter des Ausbildungsprogramms ist. Wir das noch nicht wissen. Hey. Naja. Das Zaun. Komme ich hier durch? Die Ladung ist scharf. No. Komme ich nicht. Come on. Boah, ich bin böse, ich mache Glühbirnen kaputt. Ich bin der Pilot. Wir können los.
Oh. Tüdelü. Stimmt, es könnte sein. Nachdenking. Wir nähern uns dem Ziel. Wir müssen rein und die Nachrichten nach Infos durchsuchen. Bewegung. Jo, wir sind dabei, ne? Hier, pisst das gerade? Oh, shit. Und? Ach, gut. Solche Angst vor Jammern. Also Angst ist das falsche Wort, aber... Ah, ja, genau. Da ist noch ein Tango. Tango Nummer 3. Die Arschlöcher haben einen Mörser. Tango auf dem Dach, Tango auf dem Dach. Da ist noch einer, mach 10. Ich sehe hier zwei Narcos. Direkt beim Container. Ich glaube, so ein... Cheat zum automatischen Aufdecken wäre echt cool. So eine Zeitsparen ohne Ende. Naja. Aber man kann nicht alles haben. Wohl. Wahrscheinlich gibt's das sogar. Du fliegst auf, bleib zurück. Ach, warte, geht schon. Na, kann sie da klettern oder? Nope, geht nicht. Scheuert. Verdächtig. Wieso bin ich verdächtig? Ich sehe einen Geschützturm. Geht das noch? Nee, es scheint nicht zu klappen, ja. Okay, schade. Müssen wir ja einen richtigen Weg nehmen, irgendwie. Lass mich rein. Ich sehe einen Narko bei dem Raketenwerfer. Oh, ja, ja, ist ja gut. Fünf Leute hier. Ja. Drohne fliegt. Gibt's einen Alarm? Moment. Ui. Ich sehe keinen Alarm bisher. Bin ich blind oder? Oder gibt es keinen Alarm, weil es ein Story-Dingens ist? Wobei, nee, das war vorher auch schon so. Na gut, dann nicht. Infos. Habe ich eine Info noch nicht? Moment. Da haben wir schon alle aufgedeckt. Hm, komisch. Ich sehe zwei Sicarios bei dem Raketenwerfer. Wo seid ihr? Über oder unter mir? Oh, hier. Alle bereit? Feuer! Wissen, dass etwas los ist. Keine Gelade. What the? Wow. Oh. Positionswechsel. Kommt ihr mal hierher, oder? Schlimm, dass sie so weit zurückbleiben jedes Mal. Wenn es dann mal losgeht, dann naja, sind sie nicht da. Lauf halt hoch, ne? Gerade fliegt. Nee, das. Der Teil ist. Öffne das Feuer auf diese Erdschaft. Richtig so.
Nicht stehen bleiben. Alles klar. Los, knallt ihn ab. Tango ist markiert. Bin bereit. Ein Rucksack weniger. Hier drüben alles sauber. Ihr seid ja schlimmer als ich. Das heißt einiges. Hier ist dein Laptop. Er scheint am Netzwerk zu hängen. Mal sehen, was wir da rausbekommen. Download läuft. Ich jage alles direkt zu Bowman. Dranbleiben. Hm. Bowman, hier Nomad. Ich schicke Ihnen Nachrichtenlogs einer Kartellfunkstation in Montauk. Mit etwas Glück findet sich darin der Name des Kartellausbilders. Ich bekomme sie gerade. Warten Sie. Nichts. Hier sind keine Hinweise auf unseren Mann. Aber etwas anderes ist interessant. Die haben Suchtrupps losgeschickt, um einen Deserteur zu finden. Einer der Rekruten ist vor ein paar Tagen ausgebüxt. Sie glauben, er ist noch in der Gegend. Wie soll das helfen? Wenn er Zeit im Ausbildungsprogramm verbracht hat, besteht die Chance, dass er unserem Mann begegnet ist. Und der Deserteur kann uns seinen Namen sagen? Finden Sie es heraus. Okay. Ah, hier. Aus abgefangenen Funksprüchen wissen wir, dass das Kartell einen Deserteur in den Bergen sucht. Finden Sie ihn für uns. Er weiß sicher eine Menge über das Ausbildungsprogramm. Berge. Aber hier ist das Wasser. Also genau das Gegenteil von Berge. Na gut. Auch noch machen. Dem ist auch noch tun. Ah! Oh, welches war das erste Antenne? Das ist das und. Springen sie. Achso, ist okay. Das Ding hole ich mir dann auf jeden Fall auch noch. Hat mehr Stil als die ATI. Halt. Ich komme nicht hier raus. Wie komme ich am schnellsten raus? Hallo? Wahrscheinlich vor allem vorne raus. Wieder alles zu ist. Ja. Und ja, man kann auch das Ding fahren, natürlich. Wir sind zu weit auseinander. Bin gleich da. Wartet, ich fahre. Also jetzt will ich das Ding fahren oder will ich mein Heli nehmen? Ich weiß jetzt nicht, ob der da unten wegkommt. Ich nehme mein Heli, das ist eine Frage. Ist ein Reisemittel und nicht zum Krieg führen. Fahren wir! Nee, ich versuch's. Also wortwörtlich, weil ich so komisch fahre. Fahre mich durch die Luft. Mein ein großes Rad dreht sich irgendwie nicht wie ein Rad. War das zweite. Ah. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Okay, warum und du die markierst dann? Ein Suchtrupp des Kartells. Wie gehen wir vor, Boss? Wir schnappen uns den Anführer. Ich will wissen, was er über den Deserteur weiß. Alles klar. Okay. Muss ich aufpassen. Einiges los wieder. Markiere Feind. Ich sehe jetzt ihn. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Okay, ich gehe am besten hin. Ich habe eine Idee. Eine komische Idee, aber eine Idee. Mich da rauszuholen, wenn du mich eh nicht siehst, du Arsch. Mörser. Hab ihm direktes Feuer angefordert. Werden sie aufgescheucht. Ich schieße auf die Asche. Ihr Leutnant rennt weg. Der Pendejo ist keine Gefahr mehr. Hey, lass ihn in Ruhe. Er sieht uns. Holt ihn euch. Ich glaube auch. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Rede, Pinche Pendejo. Wer ist der gesuchte Deserteur?
In Pinchamari konnte mir, da der aus dem Ausbildungslager abgehauen ist. Der Boss will, dass wir ihn eigentlich separat statuieren, damit keiner dieselbe Idee hat. Wir schaffen ihn zurück und lassen alle mit Macheten auf ihn eindreschen. Und wo ist der kleine Schisser jetzt? Wir wissen es nicht, aber wir sind dicht dran. Ein anderer Suchtrupp glaubt, seine Spur gefunden zu haben. Wo ist dieser Suchtrupp? Rede, dann lasse ich dich gehen. Okay, okay, Jinga. Wir nähern uns dem Deserteur. Checken wir die Gegend, in der er gesehen wurde. Vielleicht finden wir ihn. Hier. Ah, da sind Berge. Das macht am meisten Sinn. Wieso hat der Trupp dann hier gesucht? I don't know. Da wollte ich auch noch hin. Ah, Bär. Da hier das Ding ist, mit dem abholen. Ach genau, das war's. Ja, egal. Heli. Ich verstehe immer nicht, warum der Typ da markiert wurde. Ich möchte mich nützlich machen. Ich markiere random Gegner. Ich fliege. Food-Konvoi, geh weg. Brauch dich gerade nicht hier. Oder Medikamenten-Konvoi. Alter, verarschst du mich da oben, Heli? Dankeschön. Kann es sein? Der Heli markiert, wenn ich auf sie ziele, zufällig. Oh oh. Ne, das hat keiner gesehen. Position. Wir sind jetzt bei 10. Bereit für den Angriff. Ich sehe das Paket. Los geht's. Eröffne das Feuer auf diese Ärsche. Ich sehe einen. Alles okay, alles okay. Da ist noch einer. Mach 10. Na dann. Wir haben alle. Hoppala. Sonst wirst du entdeckt. Shit, sie haben eine Leiche gefunden. Ich nehme die Penner unter Feuer. Lass den Sniper runter! Hey, du hast jemanden von hinten getroffen. Was machen meine Leute da? Also, willst du jetzt abhauen? Quítate, Pendejo! Verschwinde! Kapiert? Ich töte dich! Ich schwöre es! Puta Madre! Lassen Sie mich in Ruhe! Lassen Sie mich! Klappe! Jetzt rede ich, du hörst zu! Nick, wenn du mich verstehst! Vorwärts! Ist mein Heli noch heile? Ich glaube, der geht kaputt wegen dem Rotor im Boden. Na gut. Dann musst du Beifahrer sein. Ich glaube, es gibt keine Autos, die mich jagen. Wobei, der Typ wird gesucht. Das kann gut sein. Nein. Okay, auf geht's. Bitte, bringen Sie mich nicht zurück. Netta, por favor. Ich bitte Sie. Ich halte das nicht aus. Hören Sie, no lo aguanto. Oh Gott, gejagt. Natürlich. Bereit? Feuer frei.
Ja, schnallt sie weg, wenn sie nahe kommen. Machen wir weiter. Ich halte das nicht aus. Hören Sie, no lo aguanto. Ich kann nicht. Schrecklich. Was habe ich nur Fuck. Mist, aufgeflogen. Na, kriegt ihr den noch weg oder nicht? Oder muss ich mithelfen? Schön ist anders, na gut. Zurück an die Arbeit. Ich halte das nicht aus. Hören Sie, no lo aguanto. Ich kann nicht. Schrecklich. Was habe ich nur getan? Sie gaben mir einen Hammer und ließen mich einen 15-Jährigen töten. Me obligaron, se los juro. Ich höre noch seine Schreie. Lieber sterbe ich, als zurückzugehen. Hören Sie! Töten Sie mich! Sofort! Andale, pendejo! Um Himmels Willen, sehe ich aus wie einer vom Kartell? Pero, compa, si no... Wenn Sie nicht Santa Blanca sind, wer dann? Wie heißt du? Emilio. Dann halt's Maul, Emilio. Komm, Emilio. Ich will dich jemandem vorstellen. Na los. Komm her da. Nein, lasst mich gehen! Maybe, mal sehen. Quieto. Warum? Quítate, bendito. Sie wollen weg vom Kartell, Emilio? Ich mach das möglich. Dafür brauche ich was von Ihnen. Erzählen Sie doch mal vom Leiter des Camps. Carajo, ich weiß nicht. Ein Gringo. Riesig. Augen kalt wie Stein. Es malo sogar die Wachen fürchten ihn. Und wie heißt er? Einer der Ausbilder nannte ihn Buckhardt. Hä? Karl Buckhardt? Kennen Sie den Kerl etwa? Es gab einen Sergeant Buckhardt bei den Rangers 2003 im Irak. Wir haben mal zusammen gearbeitet. Shit. Zurück zum Team. Ich werde mal bei Langley checken, was die so zu Buckhardt haben. Wow, what? Emilio hat einen Namen ausgespuckt, Karl Buckhardt. Ist der Amerikaner? Wenn ich mich nicht irre, dann war der Mann Army Ranger. Wir haben zusammen gedient. Ein Ranger? Nein, auf keinen Fall. Bowman überprüft das gerade. Sie meldet sich, wenn sie sicher ist. Na, mal ist Ruhe. Auf dieser Seite ist alles klar. Scheint so. Na, wir haben jetzt nichts, ne? Also muss sie sich ja gleich melden. Ja, gehen wir in die Richtung, wa? Ich hab natürlich kein Heli, ey. Fuck. Ich fahr das Motorrad. Wow. Ich habe Informationen über Karl Buckhardt. Sie hatten recht. Er war wohl mit dem 3. Bataillon des 75. Ranger Regiments 2003 im Irak. 2006 wurde er entlassen. Anschließend verliert sich seine Spur. Ich schätze, er ist noch gut in Form. Laut unserem Deserteur befindet er sich in einer Basis in der Chusapadre-Silbermine. Finden und töten Sie Buckhardt. Das legt das Kartell-Ausbildungsprogramm für Monate auf Eis. Verstanden, wird gemacht. Okay. Bereit machen. Ungerade links, gerade rechts. Konzentriert euch, verdammt! Karl Buckhardt, ehemals Sergeant, 3. Bataillon, 75. Ranger Regiment, geborener Killer. Zeigt, was ihr könnt, ihr Schwuchteln! Macht mich geil! Los, los, los! Ab 15 war Karl ständig im Jugendknast. Die Akten sind geschlossen, aber das Muster ist bekannt. Mit 18 stellte ihn ein Richter vor die Wahl, in den Bau oder in die Army. Buckhardt blühte in der Army auf. Nach Absolvieren der Ranger School ging er 2003 mit dem 3. Bataillon in den Irak. Er hatte seinen Platz gefunden und wollte Karriere in der Army machen. Und dann fuhr seine Patrouille 05 in Ramadi auf eine Mine. Buckhardt fand sich im Zivilleben nicht zurecht, hatte nie lange einen Job und geriet wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Er erzählte überall, wie die Army ihn fertig gemacht hätte.
Schließlich verbrachte er immer mehr Zeit in Juarez. Gott weiß, was Bukert da unten suchte. Aber schließlich begegnete er El Muro, dem Sicherheitschef von Santa Blanca. Bei einem Bier, vielleicht auch einer Line, erzählt Bukert aus seiner Army-Zeit. El Muro ist beeindruckt. Er erkennt Talent, wenn er es sieht. Er bietet Bukert den Job an, die Armee des Kartells in der Provinz Montauk auszubilden. El Muro will sie zur besten Truppe dieser Art in ganz Südamerika machen. Und Bukert ist genau der Mann, den er dafür gesucht hat. Ein Mann, der Gefechtsübungen abhalten und zeigen kann, wie man einen G36 in 2 Minuten auseinandernimmt. Ein Mann, der aus Narcos Elite-Soldaten macht. I doubt. Nicht so besonders, der Typ wahrscheinlich. Hey. Ah, wir haben jetzt ein Bild von ihm. Und hier unten. Ja, das wusste ich ja. Ich wusste zumindest noch, dass die Waffe in dem Bereich ist, wo er ist. Was gut, was wieder mal heißt, geh niemals sammeln, bevor du die Mission machst, sonst läufst du 2-mal hin. Und verstehe auch nicht, warum die sich immer noch da jagen. Was soll denn das? Geh weg. Was wissen? Geht das? Denk mal. Die Drohne ist oben. Esos güeyes ya se pelaron. Aquí no hay nada. Seguimos busque y busque y nomás ni un pinche ruido. Ni un pinche culero por aquí. A ver, weg. Die suchen am falschen Ort. Die sind alarmiert. Ob der ankommt. Wäre witzig. Na gut, wir wollten hier noch kurz anhalten. Und hier drin war einer, der mich fast gesehen hat. Scheinbar geht's nicht, weil die Cooldowns nicht gekommen. Na gut. Habt die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären? Zurück mit dir, sie werden dich sehen. Ach, warte, hier, komm her. Da. Wie soll man darauf reagieren? Ich sehe hier 2 Narcos beim Schießstand. Er knallt sie ab. Geh in Position. Eine gute Position. Wie soll man darauf reagieren, wenn jemand ordentlich hinrennt? Das Ziel, Roger, Ziel markiert. Innerhalb von einer Sekunde niederprügelt. Das war scheiße knapp. Du ja, auf, passiert. Bleib zurück. Kannst du nicht auf reagieren, denke ich. So. Kommt her. Los dahin. Okay. Immer woanders sein müsste, ey. Komm ich hoch? Sieht schlecht aus. Ah, fuck, okay. Ziele markiert, warte auf den Befehl. Claro. Ladung ist scharf und liegt. In Position, Ziele markiert, auf dein Zeichen. Darüber. Werden sie aufgescheucht. Verstanden. Los. Okay, öffne Feuer. Tangos bestätigt, bereit zum Angriff. Aua, aua, aua. Positionswechsel. Verstanden. Es gibt Ärger. Runter. Alter, was macht ihr denn? Oder warum macht ihr nichts? 3 Leute stehen hier rum. Los, Feuer. Alles klar. Na gut. Kommt schon, wir haben nicht den ganzen scheiß Tag Zeit. Oh, leer. Alles ist leer, was ich könnte. Aber. Hier. Alles gut.
Ganz ruhig bleiben. Nach der Abschaltung dieser Stationen können die Rebellen vielleicht endlich stärker werden. Einfach tief einatmen. Warum läufst du hier draußen rum, ey? Bei mir sammeln. Meine Frau. Ja, hua, denke ich mir auch. Zumindest gibt es den Heli. Heli. Und komische Musik im Radio. Da fliegen wir eh drüber. Wenn es jetzt kein großes Gegnergebiet ist, dann kann man kurz anhalten. Und wenn doch, dann... dann... Fliege, glaube ich, einfach drüber. Nicht mehr lang, bis mir die... Bin drauf, los geht's. Bis die Punkte gar nicht mehr verwerten können. Ja. Ja, nur ein, zwei Wölkchen, das passt. Landet so ein Heli vor deinem Haus. Hallo, was geht ab? Rennt, so man steigt jemand aus, rennt in dein Haus rein. Greift in deinen Schrank und haut ab. Wait, what? Wir konnten den Ausbilder des Kartells identifizieren. Ein ehemaliger Army Ranger namens Carl Bookhart. Der Kerl ist leider ein böser Bube geworden, als er beim Kartell angefangen hat. Jetzt müssen wir ihn eliminieren. Bookhart. Ach, verdammt. Habe ich mich gut angestellt. Oh. Hey, alles grün. Oh nein, das ist nicht Bookhart de Witt aus Bioshock. Auch wenn ich immer dran denken muss bei dem Namen. Die Fahrt kann losgehen. Ach ja, ich versuch's. Sie krepelt sich so langsam vorwärts. Hm. Oh, hier wird's schön. Hier wird's nochmal schön. Sehen wir uns nochmal die Karte an. Fuck. Wir nähern uns Bookharts letzter Position. Wollen wir das echt tun, Boss? Einen von uns töten? Bookhart war nicht mehr unser Bruder, als er sich entschloss, zum Kartell zu wechseln. Wenn ihr ihn seht, knallt ihr ihn ab, ohne zu zögern. Hey, Sniper auf dem Dach. Hab ein drittes Ziel. Mit dem sind's fünf. Mal sehen, wie weit wir kommen. Wagen mit montierter Waffe. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Okay, bin unterwegs. Bessere Position. Ich sehe das. Roger, bin schon bereit. Hab ihn, er ist tot. Okay, aufatmen. Auf welche ist die Munition? Wir sehen, meine Ringes-Munition ist bald alle. 2016, nicht viel. Hätte das gedacht, Munition kann ausgehen. Es gibt so viele Kisten, da könnte man auch einfach unendlich Munition haben. Mein Gott, hier riecht's wie im Schlachthaus. Was für ein Training macht Bookhart hier? Das Erste, was ein Sicario-Rekrut lernt, ist, einen Menschen zu töten. Sie holen Gefangene her und lassen sie von Rekruten mit Hämmern oder Macheten... Halt! Redet weiter? Okay, auf den Einsatz konzentrieren. Das Erste, was ein Sicario-Rekrut lernt, ist, einen Menschen zu töten. Sie holen Gefangene her und lassen sie von Rekruten mit Hämmern oder Macheten bearbeiten. Manchmal Männer, manchmal Frauen, manchmal kleine Kinder. Die Rekruten wissen, wenn sie zögern, sind sie selbst dran. Ja, und hier muss man die Blutrünstigkeit ja bekommen, ne? Okay, nichts passiert. Gott. Das war richtig schlechtes Photoshop. Das könnte ich sogar besser. Gott, ist grauenhaft. Anyway. Und Bunk, what? Puff, oh fuck. Okay, aufatmen. Hm.
Sehe Kartellschützen mit schwerem MG. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Na. Na. Misr wird das? Was kann ich gut gebrauchen? MSR. Misr. Ich lieber benutze als die HTI. Weil sie hat mehr Stil. Natürlich haben wir keine besseren Teile. Wir haben noch nichts gefunden für Schaf, wissen wir. Man kann auch Helis vom Himmel schießen, allerdings für einen Schuss mehr. Aber nee. Ach, wo sind wir dann? Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Hab noch einen, macht 5. Ziel gesichtet. Oh. Ach, fuck. Drohnen entdeckt. Ist jetzt Panik, Zeit. Dann mache ich euch platt. Wobei, ihr wisst noch nichts, was los ist, verdammt. Jetzt sind wir offiziell im Kampf. Team! Gut, was verdammte Scheiße. Wozu seid ihr hinter mir? Immer hinter mir und dann nicht mal erkämpfen. Gott. Ja, ihr geht da jetzt vor. Macht mal was. Greife Tangos an. Markiert. Bin bereit. Schön. Der Punkt dort vor auf der Karte stört mich noch. Will ich weg haben, nicht, dass er von hinten kommt. Wenn meine Leute die dann ignorieren. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Naja, nicht mehr. Okay, gut. Alles läuft. Alles lebt. Alles, was wichtig ist, lebt. Oh, shit. Na dann. Setze Drohne ein. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Los. Okay. Gut was. Wo läuft der denn hin? Ach, scheiße. Hey, sammeln. Okay, unterwegs. La la la. Alle laufen sie weg. Was ist los? Ziehen die sich zurück oder was? Wovon denn? Hübsch. Stomp, 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 stomp. Aufpassen, da ist dein Geschütz. Glaube. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Oh, wir sind aus dem Kampf raus und nicht gejagt und gar nichts. Oh, okay. Keiner am Geschütz, okay. Da ist eine montierte Waffe. Auch keiner dran. Wagen mit montierter Waffe. Ich sehe Bukhard, Ziel markiert. Ah.
Ach, schau an. Hallo. Oh, fuck. Sie wissen, wo ich bin. Ganz viele Geschütztürme um mich herum. Scheiße, Buckhardt hat mich gesehen, er läuft weg. Komm schon, Operator, los geht's. Mal sehen, was du drauf hast. Das war's, Buckhardt, Sie sind erledigt. What? Gute Arbeit in Montejoc. Buckhardts Tod wird das Ausbildungsprogramm des Kartells empfindlich stören. Santa Blancas beste Truppen gleichen den Verlust nicht aus. Sie werden geschwächt. Das beeinträchtigt ihre Sicherheit und bringt uns näher an El Muro. Genau. Das Kartell bestimmt schon seit Jahren, was in Bolivien passiert. Nun schlagen wir endlich zurück. Weiter so. Wir haben ihn. Er ist tot. So sollte kein Ranger sterben. Buckhardt wollte es so. Vergiss das nicht. Wir mussten das tun. La Plagas Antwort auf die Angriffe bewies sein mangelndes Verständnis, dass die Hauptaufgabe eines Drogenkartells darin besteht, Geld zu verdienen. Was treibt dein Vater so? Er ist ein Halcón. Ein Informant? Sie. Er hat seinen Job nicht gemacht, oder? Ich weiß nicht. Das Töten Unschuldiger hilft einem nicht. Ganz im Gegenteil. Es vergrault die Leute, die man am nötigsten braucht, und treibt sie dem Feind in die Arme. Wer ist wirklich dein Bruder? Du Karnal? Der Mann, mit dem du gekämpft und geblutet hast und reich geworden bist? Oder ein Typ, dessen Mutter dein Vater gefickt hat? La Plaga hat übertrieben. Du weißt, was du tun musst. Ich hielt es nur für fair, La Plaga seinem großen Bruder zu überlassen. El Muro würde schnell und gnädig sein, anders als La Plaga in den Videos. Ich bin nicht meines Bruders Hüter. Das ist das Wort Gottes. Na lauf! El Muro entschied sich gegen das Wort Gottes. Gottes, oh Gott, ey. Im Sinne von, oh Gott, halt deine Fresse, rede nicht so ein Stuss. Ja. Nicht Lobby. Jo. So, ich wollte noch das Zeug hier umholen. Warum nicht? Oh, falls der noch in der Nähe ist, mal sehen. Ach, war zwei von Dingen gemacht. Kein Wunder, dass La Plaga so im Fokus ist. Könnte er noch gezielt die zwei machen, damit er wirklich schnell kaputt geht? Aha. Aber nee. Muss nicht sein. Das heißt Zufall, weil die beiden. Ja, Startgebiet und Demo-Gebiet. Ich könnte hier hochkommen. Könnte ich wirklich tun. Einfach nach Norden. Meine ehemalige Hauptwaffe freispielen. Nicht mehr, aber sie war es mal. Aber gut, erstmal. Komm, die Materialien sammeln wir noch, bevor sie uns am Ende fehlen. Und ja, ich weiß, dass es einen Hinterausgang gibt. Suenio hat El Muro beauftragt, La Plaga auszuschalten. Aber statt seinen kleinen Bruder zu töten, versucht El Muro jetzt, ihn aus dem Land zu schmuggeln. Also wendet sich Suenios rechte Hand gegen ihn. Noch besser. Wir wissen, wo La Plaga ist. Bringen wir es zu Ende. Ich bin die Hinrichtungsvideos leid. Das wird ein Vergnügen. Oh. Ist der jetzt schon findbar? Und das wäre einfach. Ah, nee, nicht in solchen Gebieten. Ich hasse La Cruz. Ich will da jetzt nicht nur wegen dem Typen. Ich frage mich, ob man mit dem Motorrad hier reinfährt und durchkommt, ob man da hin hochklettern kann. Und dann Buckhardt von hinten angreifen kann, aber ich glaube weniger. Ich hätte hier rüberfliegen sollen, um die Schnellreisen freizuschalten. Scheiße. Fuck. Okay, wo ist das dichteste? Nirgends. Zumindest nicht ohne links. Nur hier. Sonst. Also wenn man wirklich einen Speedrun machen würde, bräuchte man, glaube ich, nur also, weiß nicht, die Hälfte des Spiels überhaupt spielen. Boludo, vos eres
Weil, naja, die zwei haben den freigeschaltet. Ich weiß nicht, was für den fehlt. Das weiß ich nicht, auf jeden Fall. Man musste zwei der Großen bekommen, um ihn zu finden, den Hauptboss. Meh. Aber nö. Nö, 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 nö. Wollen ja den Drogenring machen. Und hier gibt's einen Heli. Geil. Was sagt denn... Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Meine Uhr sagt, ich müsste gleich aufhören. Das heißt, ich kann ja noch schnell die Ressourcen holen und dann abhauen. Wer hätte gedacht, dass es zwei Folgen pro Gebiet braucht und gut ist? Hat die Menge an Gebieten? Okay, das ist doch länger als erwartet. Nicht der Konvoi. Für den Konvoi gibt es bessere Möglichkeiten. Das Beste für den Konvoi ist die EMP-Drohne. Kann man hinfliegen, die Autos und den Heli lahmlegen und sagen Tschüss. Was war das denn jetzt? Oder? What? Aber ein Ziel. Greife an. Runter! Fickt euch! Los, knall ihn ab. Was soll denn das, Leute? Oh, ich achte ohne das so sehr. Nie im Leben konnten die erkennen, dass ich was Feindliches bin. Ach, wo warst du so lange? Das war's dann wohl mit den Ressourcen sammeln. Noch schnell eben. So eine Scheiße, Alter. Wer hat mein Problem? Die Unidad ist da. Die Drohne ist oben. Noch ein Dritter. Ich sehe einen Hauptmann. Das macht fünf. Wo ist der? Ist der Pilot? Ich erkenne das nicht. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Feind am Boden. Wir sind jetzt bei 10. Geh in Position. Ich muss die Position wechseln. Bereit, auf dein Befehl. Erwischt. Okay, hübsch ist anders. Hauptmann. Oh, come on. Lohnt sich das, wegen dem einen Skillpunkt dahin zu gehen? Am Ende fehlt ein Skillpunkt und dann ja. Fuck it. Ja, schön war anders. Das schön ist anders. Und noch eine Information. Na komm, was soll's.
Und wieso zur Hölle ist jetzt das Flugzeug in die Luft gegangen mit den... Oh, ich bin zu kurz. Die erste Ausbildungsrunde schlossen 48 von 200 Sicarios erfolgreich ab. Neben einfachem physischem und... Wartet, Waffenkiste entdeckt. Halt's Maul. Wollte ich schon immer haben. Ach, geil. War das echt nötig? Also das Flugzeug geht in die Luft, einfach nur, weil ich weggehe. Sie unterbricht das Gespräch. Es ist doch eine Rotze. Das läuft ja gar nichts mehr richtig. Gott. Gut, dann nicht. Dann fuck you. Sehen uns morgen wieder.